Amon Ra zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pharao. Und wer dieses Projekt ein wenig aufmerksam verfolgt, hat oder dürfte jetzt feststellen, dass die Map hier ein bisschen anders aussieht als beim Ende der letzten Folge. Denn ich habe mich dafür entschieden, doch bei den zwei Missionen, die zur Auswahl standen, die andere zu nehmen. Sodass wir jetzt in Vazet sind. Der Grund dafür ist, dass ich mich mal ein bisschen belesen habe, quasi was noch so auf uns zukommt. Es kommt noch eine ganze Menge auf uns zu, vor allem kommen sehr viele, sehr große Städte noch auf uns zu. Die Missionen werden prinzipiell immer länger. Und ja, bei der anderen Mission wurde explizit geschrieben, dass es sich um eine der härtesten des Spiels handelt, weil man unglaublich viel militärisch klären muss. Muss man hier auch, aber dort soll es wohl ziemlich extrem sein. Und deswegen dachte ich mir, probiere ich dann doch lieber hier die Mission. Und wir sehen zunächst, wir haben ein Überschwemmungsgebiet und wir haben Wiese. Und wir haben entsprechend Getreide und Feigen, die wir anbauen können. Sogar zwei Arten von Nahrung. Wir haben hier jede Menge Stein mit Erz. Wir können uns selbst normalen Stein und Kalkstein besorgen für unsere kleine Pyramide. Und Sandstein, gut, Sandstein nicht. Wir können Gold abbauen, wir können Kupfer abbauen. Also wir haben prinzipiell eine sehr gute Lage, was die Rohstoffe angeht. Müssen aber einiges, genau, wir haben nur eine Ziegelei und eine Töpferei. Das heißt, wir müssen Bier und Leinen auf jeden Fall importieren. Und vor allem müssen wir Holz importieren, um Schiffe zu bauen. Das sind halt die großen Schwierigkeiten. Dafür haben wir genug Ton und Stroh, um ordentlich Ziegel zu produzieren. Und vor allem haben wir... Okay, nein, doch haben wir doch nicht. Wir haben keine Edelsteinmine, schade. Aber ich denke, wir durften auch... schauen. Genau, Edelsteine importieren. Wir können die ganzen Luxuswaren dann exportieren. Wir können Kupfer exportieren. Gut, Bier, Leinen exportieren, das ist irgendwie Blödsinn. Wir können Geschirr exportieren. Das ist ja schon mal was. Ja, würde ich sagen, tun wir uns hier ein bisschen aus. Erste große Aufgabe wird es sein, die Bevölkerung hier anzusiedeln. Also wir brauchen hier Farmen. Gleich mal möglichst viele Getreidefarmen. Lieber zu viel zu essen als zu wenig. Und dann müssen wir nämlich mit einer Fähre hier irgendwie die darüber bekommen. Schauen. Das passt schon mal nicht. Da geht's. Sehr schön. Haben wir da bereits den Zugang. Weil von dort aus fängt die Stadt an. Und hier... Naja, ich würde sagen, eigentlich reicht es hier erstmal alles aufzubauen. Hier können wir schon mal Steine abbauen. Und wenn wir genug Nahrung produzieren, mit hier den Feldern, passt doch noch eins hin. Dann machen wir hier mal noch drei Feigenfelder hin stattdessen. Wenn wir hier genug Nahrung produzieren, dann können wir auch hier noch was aufbauen und dann hier die Kupfer- und Goldminen hinsetzen. Was ja auf jeden Fall zwei Städte links und rechts des Nils quasi. Natürlich hier auch die Straßen mit dran. Und ja, wir brauchen... Ich setze gleich mal jede Menge Einwohner hin. 3, 4, 5, 6. So, es haut hin. Oh. Ja, ich mache mal wieder hier so eine Zwischenstraße rein. Das war letztes Mal eigentlich ganz cool. Auch nicht so doof.
So, dann hier natürlich Silo. Wäre ganz wichtig. Arbeiterlager. Und dann sollte ich schon mal die Uhr hochdrehen. Zisterne. Könnte man eigentlich wieder hier so reinbauen. Die Hoffnung, dass der nicht ganz so dämlich wieder ist mit seiner Laufstrecke. Immer sah da drüben hin. Und eigentlich können wir auch gleichzeitig hier Farmen hinsetzen. Aber die sollten eigentlich erstmal reichen. Und ich mag gleich um die Götter kümmern. Wir haben Osiris. Osiris ist definitiv wichtig. Re und Bastet. Wir haben ein Tempelkomplex des Re. Wir bauen erstmal einen Tempel für Osiris. Aber ach, wir bauen gleich für alle. So, jetzt kommen sie alle rüber gepaddelt. Ja, der sucht natürlich auch auf der Seite nach Arbeitskräften. Der wird noch ein bisschen vor sich hin schlendern. Auch gleich wieder Jonglierschule. Mit entsprechender Bühne. Können wir hier eigentlich noch eine Straße, können wir schon mal ein Warenlager hinsetzen. Erstmal die Leute kommen lassen. Wann ist Ernte? Im Juni. Okay. Okay, so viel dazu. Habe ich also nicht bis zur nächsten Überschwemmung. Sollte ich vielleicht doch jetzt schon mal einen Wasserheber. Wo auch immer hinsetzen. Ja, gut. Hey, wo soll der denn hin? Da drüben und dann. Hä? Das ist doch Quatsch. Ah, ich sehe meinen Fehler. Es wäre sinnvoller gewesen, die Stadt hier hinzubauen. Und dann quasi alles ab hier die Wiese zu nutzen. Oh, okay. Man kann den Wasserheber auch einfach ins Überschwemmungsgebiet setzen. Das wusste ich nicht. Das ist an sich ganz sinnvoll und praktisch. Genau, können wir hier einen Bewässerungsgraben nicht hinsetzen. Mist. Gut, dann müssen wir eine Lücke machen. Er braucht schon Architekten. Ja, ich habe wahrscheinlich noch einen krassen Mangel. Ja, okay. Wie viel Platz habe ich denn momentan? 234. Gut. Bis die alle da sind, sollte das mit den Arbeitsplätzen wieder geklärt sein. Irgendwie recht wenig Häuser sehe ich gerade. Ich baue mal noch ein paar mehr. Also Platz haben wir ja zum Glück genug. Ja, eine Festplatte war irgendwo hier so hin. Und niemanden stört. Vielleicht mal fest für Osiris. Und ich habe Mist gebaut.
Na gut. Gibt's da hier ein bisschen größeren Garten rein. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Kriegen auch ihren eigenen Wasserträger. Hä? Okay, anscheinend funktioniert es doch nicht. Ich kann ihn zwar platzieren, aber es zählt nicht, weil er nicht an ein Gewässer angrenzt. Wow, warum mache ich das dann? das ist echt merkwürdig, dass man nirgends sonst... Ja, okay, ich hätte vielleicht wirklich hier die Fähre hinsetzen sollen. Ah, die Leute kommen auch alle von dort. Warum mache ich das? Ich mache das jetzt noch nachträglich. Oh, ein Krokodil läuft hier gerade amok. Okay, kann man auch machen. So, man könnte nämlich auch da lang. Das ist rein theoretisch. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Eine perfekte Überschwemmung wird uns rausgesagt, ne? Das hört man doch gern. Ah, jetzt kommen die nämlich von dort. Kann ich nämlich auch hier erstmal den Bewässerungsgraben natürlich weghauen. Und dann die Fähre hier, wenn ich die nicht mehr brauche, wenn die jetzt alle von da kommen, auch wieder abreißen. Und halt stattdessen mal einen Bewässerungstypen dahin bauen. Der Waterboy. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, das heißt, es warten, bis die Arbeitskräfte alle da sind. Die sind schon fleißig auf den Feldern, das ist sehr gut. Siris kriegt noch eine Party. Und Feigen farmen. So. Jetzt ist, hoffe ich halt nur, dass die auch irgendwie Arbeitskräfte noch finden, aber es sollte eigentlich nicht so weit weg sein, dass das ein Problem darstellen sollte. Oh, wir haben ganz schön eine Arbeitslosenzahl. Aha. Ist das sogar eher ein Problem? Warum wohnen keine Arbeitskräfte in der Nähe? Das ist doch Blödsinn. Dann können wir auch erstmal einen Tempelkomplex hier hinbauen. Zack. Und funktionieren wenigstens die Tongruben hier? Ja, okay. Dann kann ich auch hier einen hinsetzen. Ah, hier wird es dann schon schwieriger. Mit Arbeitskräften. So eine Verbindung. Allerdings mit Sperre, so. Und dann können wir nämlich hier... Ja, übliches Fest, das ist gut. Hier Töpfereien hinsetzen. Ups. Okay, die haben doch hier Arbeitskräfte. Die nicht. Hier sind sie angekommen. Gut, jetzt wuseln die natürlich hier alle rum. Die Arbeitssucher. Dann mache ich hier die Sperre erstmal weg. Oh, das sieht nach einer sehr üppigen Ernte aus. Da kann ich gleich noch ein zweites Silo eigentlich irgendwo hinbauen.
Feuer? Ich hab doch hier schon Feuerwehrmann. Sag mal. Okay, okay. Dann gleich noch hier eine Feuerwache hinstellen. Ja, das, das macht sich jetzt natürlich schön breit. Ja, natürlich geht der Feuerwehrmann wieder nicht dahin, wo er hingehen soll. Er kümmert sich wenigstens. Oder Junge. Bester Mann. Oh, und bevor wir das vergessen, auch die Apotheke und die Arztpraxis noch platzieren. Ganz wichtig. So, die haben alle ihre Arbeitskräfte. Die Arbeitslosen sind damit auch im Zaum gehalten. Auch noch ein zweites Silo, definitiv. Und zwar auch sehr bald. Weil nämlich Erntezeit ist. Und wenn die Karren alle nur blöd rumstehen, habe ich ein Problem. Also holen wir mal ganz schnell, ganz schnell Arbeitskräfte ran. Das sind bestimmt genau die übrigen Arbeitskräfte, die mir jetzt hier weggestorben sind. Ja, der rennt nämlich schon mal nicht mehr los. Das ist doof. Komm. Ah, oh, gerade so überlebt. Gut, dann kann auch weiter da blöd rumstehen bleiben. Ja, irgendwie habe ich das wirklich doof gebaut. Oder passt hier ein Silo rein? Ja, okay, das war richtig gut gebaut. Ja, jetzt müssen nur die Basare noch ordentlich Essen verteilen. Die Überschwemmung sieht sehr gut aus. Bin auch gleich ein neues Fest geben. Der Rest ist irgendwie super gut gelaunt. Keine Ahnung warum, aber da beschwere ich mich jetzt nicht. Ja, die steigen jetzt munter auf. Wir haben Stroh und wir haben Töpferwaren in Produktion. Das ist doch schon mal sehr gut. Da gibt es auch noch mal ein kleines Erntchen. Was denn hier zufällig noch Farmen hin? Ja. Ja, da weiß ich doch, wie ich das mache. Dann ist nämlich auch alles sowohl am Wasser als auch an der Straße. Mensch, das ist ja mal, genau so muss das aussehen. Ja, doch, das gefällt mir. Da habe ich mal effizient gebaut. Essen haben wir ja mehr als genug, da kann ich auch noch hier einen Bazar hinbauen. Geht das ein bisschen besser verteilt und nicht nur hier auf der Seite. Ich versuche nach Kräften die Leute mit allem zu versorgen, das sie wollen. Ja, du hast ja anscheinend nichts. Kommt ja nichts an. Tja. Ja, die suchen immer noch fleißig nach Arbeitskräften. Kommen irgendwie gerade nicht so wirklich Leute. Ja, hier ist nochmal ein Schwung. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Drillplatz und Force. Das ist wichtig. Vielleicht nicht direkt in der Stadt. Den abseits platzieren.